Sie wartet, bis ihre Beute in die Falle tappt, die Röhrenspinne. Sie lauert, bis ihr die Maus ganz nahe kommt, die Kreuzotter. Sie packen zu, blitzschnell, und schon sind sie wieder weg, die Greifvögel. To have lunch or to be lunch, Thema heute im Telezoo, jagen und gejagt werden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Uns macht das natürlich Gänsehaut. Wir sagen, wie grausam, wie brutal, wenn ein Tier seine Beute packt und verschlingt. Doch die Natur kennt keine Moral. Ohne Nahrung kein Überleben, ob die Nahrung nun Maus oder Beere heißt. Eins ist klar, an die Maus ist viel schwerer heranzukommen als an die Beere. Das erfordert ausgefeilte Jagdmethoden. Und das hier ist Joachim Hinz. Von ihm stammen die nächsten beiden Filme hier bei uns im Telezoo. Und zwar hat er zwei Jäger mit der Kamera beobachtet, die Röhrenspinne und die Kreuzotter. Und das sind ja noch nicht gerade Kuscheltiere. Herr Hinz, was hat Sie fasziniert? Ich denke, Frau Ruge, unsere Zuschauer sind mittlerweile bestens über die afrikanische Tierwelt informiert. Elefanten, Nashörner, Löwenbabys oder auch Gorillas, das sind sicher faszinierende Tiere. Und auch für einen Tierfilmer ein absolutes Highlight. Aber ich denke, wir sollten unsere heimischen Tiere nicht ganz aus den Augen dabei verlieren. Natürlich, bei dem Gedanken an eine Spinne oder an eine Kreuzotter wird so manchem von uns ein Schauer über den Rücken laufen. Aber gerade bei diesen Tierarten gibt es doch eine Menge interessanter Verhaltensweisen. Und hier kann man als Kameramann Szenen einfangen, die vielleicht noch nicht so häufig gefilmt wurden. Filmisches Neuland betreten, und das fasziniert mich. Also das kann man von seinen Aufnahmen wirklich sagen. Die einzigartigen Aufnahmen, die Sie jetzt sehen, spannende Jagdszenen aus dem Kreuzotterleben und darüber hinaus noch viel, viel mehr Bilder und Informationen über diese Tiere. Das alles lässt er aber ganz ruhig, ganz beschaulich beginnen. Schleswig-Holstein. Es ist Anfang März, kurz nach Sonnenaufgang. Die Raupe des Wolfsmilchspinners nutzt die ersten Sonnenstrahlen. Die locken auch andere Moorbewohner hervor, wie diese Kreuzotter. Die männlichen Tiere verlassen zuerst ihre Erdhöhlen, in denen sie fast ein halbes Jahr überwintert haben. Manchmal ist auch eine Ringelnatter dabei. Der gelbliche Fleck am Hinterkopf unterscheidet sie von den anderen Kriechtieren. Ob Kreuzotter oder Ringelnatter, alle haben jetzt nur eins im Sinn: einen Platz an der Sonne. Die Zunge weist ihnen den Weg. Sie fühlt, wo es kalt oder warm ist. Diese Stelle scheint das Gesuchte zu bieten: wenig Wind und Sonne. Und Wärme brauchen die Kreuzottermännchen. Sie kurbelt ihren Stoffwechsel an. Mitten im Gewühl die Ringelnatter. Später wird jedes Kreuzottermännchen eigene Wege gehen, auf der Suche nach einer Partnerin. Die ersten Weibchen zeigen sich im Moor erst 2 bis 3 Wochen nach den männlichen Tieren. Braun gefärbt und mit Fettreserven für die anstrengende Zeit der Mutterschaft. Die trüben Augen dieses Männchens sind Zeichen für eine bevorstehende Häutung. Wie eine Maske sitzt die alte Haut auf dem Kopf. Mühsam muss sie abgestreift werden. Die Schlange sucht etwas, an dem sie ihren Körper steuern kann. Das sperrige Heidekraut scheint am besten zu helfen. Zwei- bis dreimal im Jahr wiederholt sich diese Prozedur. Immer dann, wenn die Schlangenhaut zu eng geworden ist. Die Kreuzotter im neuen Outfit, gerüstet für die Schlangenhochzeit, die jetzt kurz bevorsteht. Eine abgetaufte Senke im Randbereich des Moores Ende April. Mit 20 Grad Celsius ist es angenehm warm. Idealer Ort und ideale Temperatur für die Paarung der Kreuzottern. Das Männchen versucht, sein Schwanzende unter den Körper des Weibchens zu schieben. Doch sie scheint noch nicht so recht in Stimmung und nimmt erst einmal Reißaus. Nur ein paar Meter weit ist das Pärchen gekrochen, aber weit genug, um einen Konkurrenten anzulocken. Die beiden männlichen Tiere beschnuppern sich. Dann wird es ernst.
Es ist ein Kampf, in dem sie ihre Kräfte messen, ohne sich zu verletzen oder zu beißen. Es geht nur darum, klarzustellen, wer der Stärkere ist und wer es schafft, den Gegner zu Boden zu drücken. Der Sieger kehrt zum Weibchen zurück. Wieder hilft die Zunge bei der Spurensuche. Am Geruch erkennt das Männchen seine Partnerin. Duftstoffe und Berührungen sind die Sprache, mit der sich Schlangen verständigen. Die Werbung war erfolgreich. Das männliche Tier hat seinen Penis fest im Körper des Weibchens verankert. Ein bis zwei Stunden kann eine Schlangenpaarung dauern, je nach Witterung. Oft ist sie der aktivere Teil. Er wird regelrecht abgeschleppt. Ruhe kehrt ein. Das Jahr vergeht. Das Wichtigste im Schlangenalltag wird die Suche nach geeigneter Beute. Eine deutliche Duftspur verrät eine kleine Rötelmaus. Schnellen Biss hat die Kreuzotter ihr Gift in die Beute gespritzt. Schon 3 Minuten später hat es gewirkt. Die Maus ist tot. Die Schlange erfüllt mit der Zunge die Strichrichtung des Fells. Mit dem Schwanz sucht die Kreuzotter Halt am Boden, um vorn besser zupacken zu können. Einen solchen Brocken zu verschlingen, ist gar nicht so einfach. Aber die Schlange kann ihren Ober- und Unterkiefer fast um 90 Grad aufklappen. So passt ihr Maul auch über große Beute. Außerdem ist der Schlund sehr elastisch und sondert einen Schleim ab. Die Maus rutscht leicht darunter. Starke Muskeln befördern die Beute schließlich in den Schlangenmagen. Nach der anstrengenden Prozedur folgt erst einmal ein Verdauungsschläfchen. Ende August. Die ersten Regenschauer nach einer langen Trockenzeit. Willkommene Tropfen, die das Kreuzotterweibchen begierig aufsaugt. Die trächtigen Weibchen haben den ganzen Sommer an solchen windgeschützten Stellen verbracht. Dieses Schlangenweibchen hat sich abgesondert. Es verliert Fruchtwasser. Ein Zeichen, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Da Kreuzottern bis weit in den Norden vorkommen, brüten sie ihre Eier innerhalb des Körpers aus. Die Jungen kommen lebend zur Welt. Eine kleine Kreuzotter ist schon in der Geburtsöffnung zu sehen. Noch ist der Schlangenkörper von der Eihaut umgeben. Aber schnell befreit sich das Junge aus der Verpackung.
Zurückbleiben auch die Reste des Dottersacks, von dem sich die Minischlange im Mutterleib ernährt hat. Gleich nach der Geburt beginnt die junge Kreuzotter sich zu häuten. Was bei den Jungen zu eng ist, ist bei der Mutter zu weit. Dort, wo vorher die kleinen Schlangen lagen, wirft die Haut jetzt Falten. Mutter und Jungtiere bleiben nur wenige Minuten zusammen, denn kleine Kreuzottern sind von Geburt an völlig selbstständig. Mitte Oktober. Die Kreuzottern haben sich in ihren Winterplätzen verkrochen. Bis zum nächsten Frühjahr, wenn im Moor alles wieder von vorne beginnt. Herr Hinz, wie sind Sie denn eigentlich entstanden, diese Aufnahmen von der Geburt oder von der Kopulation der Kreuzottern? Immer mit Schweißperlen auf der Stirn, bloß nicht den richtigen Moment zu verpassen? Ja, das kann man fast so sagen. Also die Schlangenhochzeit, die Paarung der Kreuzottern ist eigentlich weniger ein Problem gewesen. Das kann man sehr gut im Freiland beobachten, vorausgesetzt man kennt die Stellen, die entsprechenden. Aber bei der Geburt der jungen Kreuzottern, da war es schon ein bisschen knifflig. Und da habe ich mir schon ein bisschen geholfen. Ich habe ein 5x5 Meter großes Freilandterrarium gebaut, dort zwei trächtige Kreuzotterweibchen hineingesetzt. Ja, und dann gewartet, rund um die Uhr bewacht sozusagen, 3 Wochen lang. Und Ende August, so ja, nach 3 Wochen, da war es dann soweit und da ging es los. Und Sie haben gedreht von März bis Oktober, wie wir es in den Aufnahmen ja gesehen haben. Wie viel Zeit haben Sie da insgesamt zu investieren? Das Problem ist, man kann eigentlich den Zeitraum nicht so genau eingrenzen. Es sind rundherum so 2-3 Jahre eigentlich gewesen, in dem alle Aufnahmen entstanden sind. Und sind Ihnen die Tiere dann ans Herz gewachsen? Das kann man durchaus sagen. Bei der Kreuzotter, wenn man jahrelang im Moor unterwegs ist, auf der Suche nach den Schlangen, dann kennt man natürlich seine Tiere. Man könnte ihnen fast einen Namen geben. Und insofern würde ich schon sagen, ja. Die hohe Kunst des Beutemachens. Wir haben Ihnen einige wenige aus der riesigen Palette der Jagdtechniken im Tierreich gezeigt. Vom Maschennetz mit Bewegungsmelder der Röhrenspinne über die Lauermethode mit Giftspritze der Kreuzotter bis hin zum pfeilschnellen Luftangriff bei den Greifvögeln. Wer Beute machen will, muss perfekt sein. Aber auch die Gejagten haben ihre Chance. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.